So, das Handy ist runtergefallen. Wir haben gerade noch mal ein Zenlonge X gezogen. Auch Stunde der Wächter, glaube ich, war das. Nächsten Booster geht es noch mal mit Sonne und Mond weiter. Pokéball und Kolossand als Rare. Und dann haben wir hier nochmal einen Sonne- und Mond-Booster. Ja, mit Dratini. Als Reverse haben wir einen Timerball und Fuego als Rare, nicht Holo. Jetzt haben wir noch mal einen Stunde der Wächter Booster. Das vorletzte Booster, was in der Box enthalten ist. Hier haben wir noch eine Codekarte. Fangen wir an mit Mahalo. Schwalbos als Holo Reverse ist eine Rare und nochmal Schwalbos als Non-Holo als Rare. Und das letzte Booster ist nochmal nach den Flammen. Ich glaube, ich habe die Box schon ausgeschöpft mit den 2 GX-Karten in den ersten 2 Boostern. Coole Sache. So, hier haben wir ein Porygon, Sodamark, Vegi, Xiao, Gravel als Holo Reverse und Rare und Costurso als Rare. Das war es auch schon mit der Box. Hier gucken wir uns jetzt nochmal die Glurak-Karte an. Wenn ihr möchtet. Das ist einmal das Glutexo. Das Glumanda. Und eine richtig coole Karte, dieses Full Art Glurak. Das ist natürlich schon eine coole Karte, finde ich. So, zu guter Letzt wollte ich noch mal hier dieses besondere Booster öffnen. Ich denke mal, das ist also um die 60 € wert, denke ich, im geschlossenen Zustand. Und das mache ich jetzt auch noch mal auf. Einfach so, weil ich Bock habe. Das habe ich jetzt lang genug aufbewahrt. Aus den Exterien. Hier haben wir einmal einen Taubsi, Fukano, Ponita, Paras, Pipi, glaube ich, ist das. Als Holo Reverse haben wir hier ein Smetbo. Das ist sogar eine Rare, die 2 von 112. Und ich habe schon gesehen, da ist irgendeine X-Karte dabei aus dem Set. Das ist wirklich was richtig Cooles. Und es ist ein Pantymos X auf Englisch. Booster frisch in Mint. Keine Kratzer, nix. Auch wenn das jetzt so ein bisschen verschwommen ist, ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht ist meine Kamera eigentlich nur ein bisschen dreckig oder fokussiert halt vom Nahen nicht richtig. Und hier nochmal diese 2 Karten. Ihr sehen könnt, die ist wirklich boosterfrisch. Cool. Das Booster hat sich auf jeden Fall gelohnt, denke ich. Das ist eine sehr schöne Karte, die ich gezogen habe hier. Okay. Dann haben wir hier die Ausbeute aus gefühlten 20 Boostern vielleicht. Vielleicht auch ein paar mehr. Also, die Ho-Oh-Gex ist richtig geil. Pantymos, Englisch aus der X-Serie, natürlich auch was richtig Cooles. Glurak GX, klar, geht immer. Und hier ist unser Long als Trost GX-Karte. Gut, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ich lade das nächste Video wieder hoch, wenn die EGS-Karten vom Grading wieder zurückgekommen sind. Ich danke euch fürs Zuschauen. Macht's gut.